Willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablo 2 Resurrected. So, wir sind im Palast, sind auf dem Weg zum Harem Ebene 1 und wollen natürlich im Palast die geheime Zuflucht finden. Also würde ich sagen, gehen wir mal runter. Okay, das sieht schon sehr cool aus hier. Relativ nobel hat's der Jerim hier. Oh, zum Harem Level 2. Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Oh, hier geht's auch runter. Zweimal nehme ich mal die Treppe. Harem Ebene 2. Heiltrank. Tötenträger. Oh, der kann auch durch die Tür schlagen. Was haben wir hier? Oh, hier liegen auch die ganzen von der Miliz, die ganzen Söldner. Palastkeller Ebene 1. Okay, da wäre das schon eine Palastkeller Ebene 1 hier. Ich weiß nicht. Ich guck mich noch mal kurz hier ein bisschen um. Ja, hier unten ist eine Tür, wo die durchkommen. Ich brauche Mana. Okay, wir brauchen echt größere Mana-Tränke. Oh, selbst die normalen Mana-Tränke sind noch zu klein, um unser ganzes Mana wieder aufzufüllen. Mana. Das ist schlecht. Okay, dann nehme ich hier mal die Regenerationszeichen mit rein. So, hier müsste theoretisch denn die zweite. Oh, was haben wir hier? Dünenbestie. Langsam wäre ein Mana-Trank ganz gut, wenn wir mal einen finden würden. Oh, hier geht's hoch. Wir haben Ebene 1. Wir haben keins. Okay, ich denke, das
ist wahrscheinlich nicht so sonderlich groß hier. Ah, Palastkeller, hier geht's auch runter. Okay, es geht also zweimal runter. Dann gehen wir in den Palastkeller. Ich glaube, in Ebene 1 gab es dann auch den Wegpunkt, den wir finden müssen. Da können wir dann direkt nochmal Tränke kaufen. Und nochmal ein gelber Tief. Mana-Trank. Okay, Palastkeller Ebene 2. Oh, Wegpunkt. Dann gehen wir nach Lutgulane. Identifizieren gerade mal unseren Spieß, den wir gefunden haben. Ausgezeichnet. Ihr habt einen Horadrim-Stab. Nehmt ihn mit in Tal Rashas Gruft. Findet in der Gruft die Kammer, deren Boden mit dem Kreis der sieben Symbole geschmückt ist. Steckt den Stab in die Öffnung, die ihr dort findet. Das wird den geheimen Durchgang zu Tal Rashas Grabkammer öffnen. Aber bereitet euch auf einen Kampf vor. Wahrscheinlich müsst ihr Tal Rasha besiegen, um Baal zu vernichten. Okay. Hat sich die Quest irgendwie aktualisiert? Nee, ist immer noch... Guten Abend. So, was haben wir hier gefunden? Nichts Tolles. So, Heiltränke brauchen wir nicht. 13 Energie. Ach so, wir wollten ja die Ringe auch aufheben. Dann gehe ich auf jeden Fall Mana-Tränke kaufen. Vielleicht auch noch mal ein paar Vorrat. Guten Abend. Weil das ja nur normale, leichte Tränke sind. Regenerationstag würde ich sagen, brauchen wir erstmal nicht. Und dann haben wir hier noch. Das sind alles Heiltränke. Dann lege ich den Regenerationstrank in die Kiste. Die müssen wir auch bald mal verwandeln. So. Ah, wir müssen über den Wegpunkt zurück, genau. So, und hier haben wir direkt. Palastkeller, Ebene 2. Oh, hinter Gittern fühle ich mich gleich wohl. Hier kann kein Gegner kommen. Aber hier ist auch kein Gegner. Das sieht aus, als wären hier irgendwelche Fiesen dahinter. Ah, Gift. Ich dachte Champion, aber nicht Gift-Zauberer. Bitte mit drauf schießen. Okay, was haben wir hier unten? Okay, komme ich nicht ran. Okay, wenn das alles nur so kurze Level sind, dann sollten wir hier relativ zügig durchkommen, denke ich. Okay, Palastkeller Ebene 3 haben wir hier schon. Dann sind wir jetzt schon Ebene 3. So.
Oh, wir haben uns teleportiert. Unsere Gefährtin kommt da nicht durch. Schlüssel. Teleport? Okay, wenn wir teleportieren, kommst du doch mit. Wir können uns auch hier durch teleportieren, dann bleiben die Tore geschlossen. Dann können wir auf jeden Fall immer wieder abhauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee manchmal. Geht's wieder hoch? Hoch wollen wir nicht. Wir wollen ja die geheime Zuflucht finden. Ein gelber Langbogen. 3 bis 11, 1 bis 3 Feuerschaden, Giftschaden auch noch. Das dürfte aber den Schaden erhöhen, oder? Wir haben jetzt einen Schaden von 15 bis 34. Danke. 19 bis 39, dann werfe ich den weg. Und ein Helm müssen wir noch finden. Wir haben immer noch keinen Helm für unseren Söldner. Dass er da hinten explodiert ist, der hat uns vielleicht in Mitleidenschaft gezogen, wenn wir da nicht aufgepasst hätten. So aus, als müssten wir hier in die Mitte. Da ist schon so ein Durchgang auf der Karte. Gucken wir mal hier hoch. Und Schrein der Mana einmal rum. Den hätten wir gleich am Anfang finden sollen. Okay. So. Hier ist nichts und hier scheint die geheime Zuflucht zu sein. Okay, das haben sie cool gemacht, wie sich das Gatechen hier oben dreht. Hier sind auch Symbole drumherum. Wahrscheinlich Symbole von Tarasha. So, dann öffnen wir das Portal mal. Okay, das ist auch nur ein Townportal, aber das, wie die Lichteffekte jetzt gemacht sind, sind schon cool, ist schon irgendwie cool. Okay, Portal. Dieser Ort verzerrt die Realität. Faszinierend. Okay, wir sind irgendwie im Weltall. Questlog. Finde Thorasons Tagebuch. Und hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Wegpunkt, den wir finden müssen. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Ach, hier ist der Wegpunkt. Haben wir was zu identifizieren, einen Ring? Wir füllen unser Mana auf, wir haben glaube ich noch genug. Das heißt, wir können uns hier erstmal umgucken, in der geheimen Zuflucht. Dann würde ich sagen, ich gehe mal nach Norden.
Gesundheitsschrei. Höllenklang. Okay, von Gegnern her gefällt mir das sehr gut, wenn die hier so einen kurzen Weg lang laufen. Eine Rauchkugel. Eins Feuerblast. So, jetzt laufen wir nach unten. Oh, ein Geist. Gespenst. Aber die machen auch keinen Fernkampf. Das heißt, wir haben ja auch leichtes Spiel. Und zweimal Identifikation. Können wir gleich hier in den 3 abgesagtes Leben. Okay, das bringt uns nicht viel. Kältewiderstand. Oh, hier sind auch wieder Symbole. Und wir haben Level Up. Ich gehe mal wieder auf Mana. Und ich gebe noch eins auf Gletschernadel. Welches Level haben wir jetzt? 20. Wann gibt es neue Fähigkeiten? Auf 24. Gefällt mir das noch hier mit den Gegnern, die hier langsam zu laufen. Und wenn es hier nur diese Fußwürste immer noch gibt, die Fernkampf machen. Okay, auch. Da ist irgendwas, was Fernkampf macht mit Blitz. Das ist nicht so nett. Ein Turm. Und was haben wir hier? Zersetzter Kopf. Feuerwiderstand plus 7. Ah, Stärke 45 brauchen wir hier. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen sollten. Sind zwar gelb, 2 Geschick. Okay, vielleicht geben sie ein bisschen Geld. Und wir brauchen auf jeden Fall wieder Heiltränke hier unten in unserer Leiste und Mana-Tränke. Mehr Schaden. Hier machen wir 58 bis 66 und hier machen wir 43 bis 56. Okay, für die Einzelnen sollten wir vielleicht immer noch beim Eisstoß bleiben. Aber hier für diesen großen Druck. Haben wir keinen Schlüssel mehr? Okay, wir haben keinen Schlüssel mehr. Liegt doch keiner rum. Den kann ich auch gleich direkt nehmen. Okay, hier können wir nicht ankommen. Dann vernichten wir erstmal die Gegner. Okay, haben wir jede Menge Tränke. Heiltränke. Ach, jetzt habe ich sie genommen. Der Mana-Trank hat sich falsch einsortiert.
dahin. Das ist doch irgendwie der Geisterbeschwörer. Tötet den Geisterbeschwörer. Haben wir jetzt den richtigen Weg beim ersten Mal schon gefunden? Okay, wir aktivieren mal unsere Rüstung. Mal gucken, ob ich von unten auf ihn schießen kann. Ich würde gern. Aber der macht keinen. Kann nicht Corazon gewesen sein, armer Kerl. Oh, er ist schon tot. Oh, aber da sind noch ein paar andere. So, Dreizack. So, hier haben wir Horasons Tagebuch. Die das Grab von Tal Rasha suchen, werden es durch das Portal finden. Doch wisset, dass die funkelnden Symbole hier in meiner geheimen Zuflucht die Zeichen der 6 falschen Gräber sind. Das fehlende 7. Symbol kennzeichnet das Grab von Tal Rasha. Von allen Horadrim kann man ihn den Höchsten nennen. Es war ein strahlender, aber kurzer Augenblick für die Magier-Clans, als sie ihre Unstimmigkeiten beilegten und zusammen gegen den gemeinsamen Feind antraten. Die Horadrim jagten die 3 unbarmherzig durch die öden Reiche des Ostens und sogar in die unbekannten Länder des Westens, damit der Erzengel Tyrael ohne Makel bleiben konnte. Als sie die 3 für besiegt hielten, zerbrach der instabile Bund der Horadrim. Die verzweifelten Magier-Clans vernachlässigten ihre heilige Aufgabe, die 3 Seelensteine zu bewachen, und stritten sich über Kleinigkeiten. Ihre Konflikte zerstörten nicht nur den Bund, sondern stärkten damit die Übel, die sie in der kalten Erde begraben hatten. Okay. Die Schlucht der Magier. Horasons Tagebuch. Und hier haben wir die 6 falschen Gräber. Okay, das sind die gleichen Symbole wie hier unten, oder? Okay, dieses Symbol haben wir hier. Dann das Kreissymbol haben wir auch. Dreieck haben wir auch. Das Symbol haben wir hier. Dieses Sternchen soll wahrscheinlich das hier sein. Das haben wir auch. Und das Viereck haben wir nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nach einem Grab suchen mit einem Viereck. Questlock? Quest abgeschlossen. Bringt den Stab zu Tal Rashas Grab. Ach, hier steht sogar. Das Symbol des wahren Grabes von Tal Rasha. Das Viereckszeichen. Kehrt zur Stadt zurück, um weitere Informationen zu erhalten. So, wir gehen erstmal in die Schlucht der Magier. Schlucht der Magier. Oh, und hier haben wir direkt einen Wegpunkt. Und damit haben wir alle Wegpunkte. Dann gehen wir erstmal in die Stadt und holen uns neue Informationen. Seid gesegnet. Oh, von allen? Fahrer? Der Glaube ist stärker als jede Rüstung. Der Schild schützt den Körper, aber der Glaube stellt das Herz des Tapferen. Ich empfinde kein Mitleid für diesen Möchtegern-Beschwörer. Seine übermäßige Sehnsucht nach Dämonenmacht war sein Untergang. Ihr habt das Unvermeidliche lediglich beschleunigt. Okay. Questlock. Da haben wir den Geisterbeschwörer abgeschlossen. Was möchte Deckard von uns? Guten Tag. Reden? Tatsachen? Elzix ist ein ziemlicher Halunke, aber ich mag... Tratschen. Tatsachen, Tratschen. Okay, das war nur einmal, dass jemand uns was erzählen wollte. Privat. Dann lassen wir identifizieren und verkaufen erstmal ein paar Sachen. So, 1000... 1400... Ja, okay, 1000... Warum wir die mitgenommen haben, keine Ahnung.
wir brauchen 2 Heiltränke und 3 Mana-Tränke. Oh, hier haben wir wieder 3 Ringe. Ah ne, den Magic Find Ring, den behalten wir. So, dann gehen wir jetzt noch mal ein paar Mana-Tränke kaufen. Guten Tag. So. Und dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir in der Schlucht der Magier nach dem Grab suchen können. Den Stab und wir müssen das Grab finden mit dem Viereck-Symbol. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.